Hallo, ich bin Shelley und Sepp ist hinter der Kamera. Und heute wollen wir euch zeigen, wie man so einen wunderschönen Adventskranz macht. Dafür muss man aber jetzt rausgehen. Zum Anfang dieses Projekts benötige ich eine Strohkranz mit 30 cm Durchmesser. Ich habe hier Tannenreisig, ich habe hier Eibe und hier habe ich noch Efeu. Und hier vorne sind noch Sapfen. Man kann verschiedene Sapfen nehmen. Ich habe jetzt von Lorchensapfen und von Kiefersapfen. Ich schneide meine Grünzeug immer gleich zurecht, meine Reisig. Und zwar schneide ich immer Stückel, das ist ungefähr zwischen 10 und 15 cm lang. Dann kann ich das einfach nehmen und hinbinde an meinen Kranz. Und dafür brauche ich einen Draht. Jetzt kommen wir zu dem Schluss von der Kranz. Und zwar muss man jetzt hier immer das Grünzeug nehmen und muss man hier das ein bisschen auf Seite schieben, dass man dann hier unterkommt zum Drumherumwickeln mit dem Draht. Dann sieht man hinterher, wenn das da oben drauf sind, sieht man den Draht dann nicht mehr. Das seht ihr jetzt gleich in dem Film. Bevor wir mit der Kranz weitermachen, muss man jetzt unser Stück Holz präparieren. Und zwar muss man hier ungefähr 5 cm unter, hier drumherum einfach ein paar Nägel reinhauen, dass man dann den Kranz obendrauf schön drauf sitzen lassen kann. Mein Holz hat 20 cm Durchmesser und ich möchte jetzt diesen Stamm abdecken hier mit ein bisschen Moos, den ich aus dem Garten habe, den ich getrocknet habe schon. Genau, so tue ich es drauf. Und das tue ich einfach hier fixieren mit meinem Kranz. So. Ich habe meine Kerzen jetzt positioniert, wie ich sie haben möchte. Ich möchte sie in einem Halbkreis. Ich möchte hier kräftig nachher dekorieren, darum nur in der Halbkreis. Und ich tue sie fixieren mit dem Nagel. Im Prinzip schiebe ich jetzt diesen Nagel hier durch diese Kranz durch. Hier kommt es raus. Und dann kann ich jetzt mit der Brenner einfach heiß machen, dass ich die Kerze draufstecken kann. Dann hält der Kerze ganz fest, weil das schmilzt dann der Wachs. Und aufpassen muss man, dass man hier dieses Grünzeug nicht anzündet. Einfach ein bisschen heiß machen. So. Und jetzt die Kerze draufdrücken. Genau, und sobald das abkühlt ist, das ist jetzt schön fixiert. Ist nicht so wackelig wie die hier. Das hält dann. Ich nehme jetzt das Efeu, was ich habe, und das tue ich jetzt auch um den Kranz schön legen. Ich mache hier unter ein bisschen, was das runterfällt auch noch oder runterhängt. Dafür benutze ich diese U-Clips. Die kann man einfach dann hier reindrucken und einfach den Efeu dann fixieren. Hier ist mein Material, mit dem ich meinen Adventskranz dekorieren muss. Ich habe ein bisschen Glitzer, Kugeln, Beeren. Ich habe hier einen pinken Tannenbaum, einen Hirsch und hier hinter Tannensapfen. Und das klebe ich jetzt alles auf den Adventskranz drauf. Thank you.
Ich möchte hier ein paar Christbaumkugeln auch runterhängen lassen. Dafür nehme ich zwei Schnur, mehr oder weniger ein bisschen aus der Mitte draußen. Dann nehme ich so einen Clip und dann kann ich diese Schnur mit dem Clip hier fixieren. Einfach wieder in den Kranz reinstecken. Und jetzt kann ich an diese Schnurende jeweils eine Christbaumkugel nachhängen. Mein Kranz ist soweit fertig. Ich finde es kitschig, aber so mag ich es auch. Und wir sehen uns in 3 Wochen wieder. Und das nächste Mal zeigen wir euch, wie mein Kürzer macht. Und zwar macht es ein Freund von mir, der kommt zu Besuch und wir dürfen den filmen. So, bis 3 Wochen. Ciao, ciao.